Röpfendisco gibt es natürlich nur bei uns. Sind das richtige Hunde. Jetzt schaut's mal. Erstens mal richtig dick, richtig bützig. Wie ich schon gesagt habe, das geht dann wirklich rucki zucki. Die Zanti sind schon voll heraus. Mach mal auf der Schnauze hier. Oh, gefährlich. Ne? So. Und da haben wir heute die Welpendisco arrangiert, weil das ein riesen Gaudi ist. Mit ganz tolle, klasse Spielsachen. Und ich gehe jetzt aus dem Bild, weil ich wollte sicher die Hunde anschauen und nicht mich. So, und ich hoffe, dass da ein bisschen Blödsinn machen. So, und ich hau ab. Jetzt kommt natürlich schon die ganz normale Neugier und die verschiedenen Spülsachen gefallen ihnen gut, wie diese Wurfseile. Wie gesagt, halt ein bisschen Abstand von diesen extrem lauten und quietschenden Spülsachen. Die sind für den Hund gar nicht so gut. Ja, jetzt habe ich schon gar nicht mehr mit Platz, wenn ich mir da dazu sitze. Die Windradl, was wir da haben, die haben natürlich auch einen Sinn. Die werden dann später im Garten aufgestellt. Und das ist was, was die Hunde auch auf Reize trainiert, dass sie es eben nicht fürchten, wenn da nur irgendwo was raschelt oder sich rührt. Jetzt sind sie für das nur zu klein, ist eh ganz klar. Und der erste will schon mit dem Insekt anstoßen oder so. So witzig. Oh, ist es interessant. In Wirklichkeit gibt man natürlich keine Säcke zum Spülen, das ist Blödsinn. Aber für das Filmen brauchen wir ein bisschen eine Deko und das macht sie ja ganz nett. So putzig, kleiner Drachentöter. Seht ihr, wie es mit Welpen ist? Sie schlafen halt auch noch viel und darum sage ich auch immer, wenn man sich einen Welpen kauft, sollte man wirklich in die Alltagssituation nehmen. Da braucht man sich nicht viel Urlaub oder viel freinehmen, weil sie am Anfang auch mit 8 Wochen nur viel schlafen. Die wollen ein bisschen spülen und dann brauchen sie wieder viel Pause. Ja, bis ihr einen Überblick habt, wie der kriegt, wie sie sich so entwickeln und was sie so tun und dass schon gute Stimmen entwickeln und schon brummen, quietschen und bellen können. Ja? Und nächste Woche gibt es eh wieder was Neues.